Ich würde die Antwort vielleicht in zwei Punkte aufteilen. Zunächst einmal ist es richtig, was du sagst, wenn man jetzt die historisch betrachtet, die Moscheeverbände ab den 70ern, sogar 60ern, da war es in der Tat so in den 80ern, noch in den frühen 90ern, dass in den Gemeinden noch eine Religion der Fremde gelebt wurde. Das heißt, es standen ganz andere Themen auf der Vorstandsliste, auf den Angeboten in den Vereinen selbst. Erst nachdem die ersten Kinder in Deutschland geboren wurden, sozialisiert wurden, hier in Deutschland zur Schule gingen, kamen neue Fragen auf und es entwickelte sich ein Diaspora-Islam. Sodass man sagt, okay, wir haben neue Fragen, jetzt brauchen wir neue Antworten. Und darauf mussten die Moscheegemeinden eingehen. Das hat aber natürlich nicht von Anfang geklappt. In vielen Moscheegemeinden gab es Mitte der 90er, erinnere ich mich, Generationskonflikte. Da hat man in den türkischen Medien davon gesprochen, wir haben in den Moscheegemeinden zwei Generationen, die aufeinandertreffen und die sich nicht verstehen. Das heißt, man ist nicht wirklich direkt auf die Bedürfnisse eingegangen. Heute nehme ich das aber nicht mehr so wahr. Also Anfang des 21. Jahrhunderts hat man auch vor allem in den Dachverbänden, sei es DITIB, Minigirmisch oder auch ATIB, hat man in der Tat einen Wandel wahrgenommen, sodass Menschen, die hier sozialisiert sind, Deutsch sprechen, hier die Probleme wahrnehmen, diese in den Vorstand geholt hat, auch in den Dachverbänden, sodass halt eben eine ganz andere Konstruktion entstanden ist, wo halt der Bedarf auf diese Jugendlichen zugeschnitten wurde. Das heißt, diejenigen, die heute in diesen Moscheegemeinden sind, aktiv sind, die bekommen die Wertschätzung, sonst wären wir heute nicht hier. Also diese großartige Veranstaltung der alten Jugend, so ist das auch in den anderen Dachverbänden. Der zweite Punkt ist aber, dass gerade die Personen, die sich radikalisieren, die nicht vorher in den Moschees auftauchen, das heißt, sowohl die Studien des Verfassungsschutzes, auch andere Studien zeigen, dass diejenigen, die sich radikalisieren in der extremistischen Szene, sind vorher ein gering religiöses Leben in den Moscheevereinen haben. Das heißt, es sind nicht die Leute in den Moscheevereinen, die sich radikalisieren. Daher würden sie, wenn diese in die Moscheevereine kommen, diese Wertschätzung, diese Geborgenheit in den Moscheen haben, aber sie sind ja erst gar nicht da. Daher, vielleicht kann man das dann überleiten, ist meines Erachtens die Frage vielleicht folgendermaßen auch zu formulieren, was müssen Moscheegemeinden tun, dass sie, bevor sie radikalisiert werden, hier in der Gemeinde landen. Ich erinnere mich noch früher, als es mit dem Salafismus in Deutschland anfing, also als es bekannter wurde, 2004, 2005 so, wenn man die Jugendlichen gefragt hat, warum hörst du jetzt den oder den Prediger auf YouTube und nicht deinen Imam vor Ort? Dann war die Antwort nicht, der Imam hat keine Ahnung oder so, oder der gefällt mir besser. Die Antwort war ganz präzise und einfach. Der spricht Deutsch. So einfach war die Antwort. So einfach kann auch die Lösung sein. Das heißt, wir müssen uns schon den Umständen, den Bedürfnissen der Jugendlichen anpassen in den Moscheegemeinden, damit wir auch Menschen in die Moscheegemeinden hören können, holen können, die vielleicht vom familiären Milieu weiter entfernt sind als in einer religiösen Community. Diese Leute müssen wir auch erreichen, weil das sind die Leute, die in diesem Milieu